Und weiter geht die wilde Fahrt. Anscheinend habe ich gerade erfahren, dass das Tali hätte was mit Garrus angefangen, wenn ich nicht was mit Garrus angefangen hätte. Ich bevorzuge ja eigentlich immer noch eine süße, knackige Asari, aber das mit süß und knackig hätte ich wahrscheinlich Maus nehmen sollen und nicht hier die uralte. Wie auch immer ihr Name war. Ich vergesse irgendwie heute alle Namen. Das ist ja ein Ding. So, egal, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal kurz nach Ilium die Shadowbroker-Geschichte machen. Was? Selbstmordkommando beginnen? Niemals! Lieber Intel übergeben. Intel. Gott. Egal, wir müssen nach. Was gibt's für Tee? Es gibt heute Booster Served Ice Cold Energy Drink. Weil ich bin heute Morgen um 6 aufgestanden. Und, sagen wir mal so, wenn ich den nicht trinken würde, wäre ich hier schon lange eingeschlafen. Ah, das ist. Ich bin wie immer, also über die Woche bin ich konstant übermüdet. Oh, was ist das? Ich mag Garrus, vor allem die Stimme. Oh Mann. Na gut, ich kann ja mal Garrus mitnehmen. Na, erstmal müssen wir zu Liara. Das Problem nämlich an Ilium ist, dass ich mich hier jedes Mal verirre. Ich weiß, Ilium ist ja nicht gar nicht so groß. Aber komm, nehmen wir Garrus mit. Komm, nehmen wir den Guest mit. Der macht sicherlich in der Zivilisation voll Spaß, einen Guest mit beizuhaben. Komm, machen wir es einfach. Garrus und Legion nehmen wir mit. So, ich habe 4 Punkte. Was kann ich die noch verteilen? Ich könnte noch Schmettern machen. Ja, komm, machen wir Schmettern. Das können wir hier noch verbessern. Beträchtlichen Schaden, der wird sich handlungsunfähig wird. Ach komm, töten will ich. Töten! So, Garrus kann der. Oh Gott, der kann ja auch richtig viel lernen. Panzerbrechende Munition? Oh ja, auf jeden Fall. Nein, wieder zu wenig. Und Legion! Gas-Schildverstärker. Na, verdammt. Ist voll gut, ne? Kosten 2 Gruppenpunkte? Achso. Gruppenpunkte? Und tschüss. So, Legion, bla bla, ja gut. Ich würde ja Legion prinzipiell gerne sein komisches Supersturmgewehr kaufen, aber naja, da müsste ich jetzt nochmal losziehen, was holen. Nichts mit Garrus angefangen, das wäre mit ihm und Tali was gelaufen. Maul! Ah! Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist hier nicht sicherer als auf Omega. Hm, ich finde es übrigens schön, dass hier sich der Guest nicht reparieren möchte, weil der hat immer noch ein dickes Loch drin. Naja, aber es reagiert doch keiner auf ihn. Also Legion finden hier alle völlig normal, dass ich hier mit dem Guest durch den. Ach doch, Handelskilos mit Legion. Auf Welten, die Sie als zivilisiert bezeichnen, ist der Handel mit organischen Wesen verboten. Dennoch bemerkt niemand von Ihnen, wie wenig Freiheit Edi an Bord der Normandy eingeräumt wird. Der ist eine VI, keine KI. Hoffe ich zumindest. Was ich ja immer, ich bezweifle immer noch, dass der wirklich eine virtuelle Intelligenz ist. Weil ich glaube, Lerba war hier oben, ne? In der Administration. Ja, ja, Maul. So, übrigens war dieses komische DLC 1,6 GB groß, da muss schon ein bisschen Inhalt kommen. Schön, Sie wiederzusehen. Hi! Also, was kann ich für Sie tun? Nieder mit dem Shadow Broker! Genau das. Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut, ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Die Stimme war auf einmal ganz anders. Hä? Morden? Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Ja. Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist denn jetzt Farron? Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet? Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Jetzt auf einmal oder was? Das klingt aber sehr adaptiert. Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Ja, du hast nur mein Leben gerettet. Denn war sie so weit. Also man merkt schon, dass die Geschichte hier so mal ein bisschen aufgebaut ist, ne? Also das, achso, kurze Frage. VUI, eine virtuelle Intelligenz. Die wirkt nur so, als wäre sie selbstständig. In Wirklichkeit ist die nicht selbstbewusst, nein, selbstdenken, wie auch immer. Ich weiß, sie ist keine künstliche Intelligenz, sondern nur eine virtuelle Intelligenz. Die wirkt nur so, die hat Grenzen. Wird im Codex auch erklärt. Den ich habe sogar mal einen Let's Read Codex gemacht. Hab bloß kein Mensch sich angeguckt. Aber ich habe ihn gemacht. Eine Folge. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke.
Oh, wie klingen hier alle Stimmen leicht anders? Wie sie sich nach der Wiederherstellung durch Cerberus fühlen würden. Hintergangen oder... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Nicht zu viel Hoffnung. Ja genau, nee, erstmal ein paar Fragen stellen. Sie und Farron standen sich wohl nahe. Schon lustig. Er hat mich mehrfach hintergangen. Er arbeitete sowohl für Cerberus als auch für den Shadow Broker. Aber am Ende hat er sich für mich geopfert. Ich schulde ihm was. Ja, wir holen ja nicht zu viel Hoffnung, sag ich mal lieber nicht. Wir holen ihn. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen, Treffen, Nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Die Stimmen klingen anders. Möchte ich nur mal so festgehalten haben. So, als hätte man die im Nachgang aufgenommen. Guck mal, ein Terminal. Taxi zu Lea übernehmen. Aha. Stehe ich denn jetzt im Stuhl? Erstmal hier Computer hacken. Keine weitere Intel verfügbar. Intel. Das klingt schon wieder nach einer schlechten Übersetzung, Freunde. Und Gavis steht hier einfach wie so eine Ölgürze. Hallo, Legion. Aber es scheint sich ja... Wisst ihr, die ist auch weg? Biotisches neurales Jucken? Nö. Biotisches neurales Jucken. Also mal wirklich. Und wie ist jetzt neue Werbung? Das DLC hat sie zum Glück noch nicht gesehen. Ne, ich hoffe, das müsste eigentlich relativ lang sein, das DLC. Nee, ich meine... Ja, Maul. Ich meine, das hat 8 Euro gekostet und da warte ich mindestens eigentlich 5 Stunden Unterhaltung. Wenn nicht eigentlich mehr. Wahrscheinlich, wenn ich bitterlich enttäusche, Spiel jetzt eine halbe Stunde ist vorbei. Warte mal, hier war das hier. Wo war denn diese dumme Taxistation? Ich glaube, die war irgendwo da vorne. Dann schaffen wir es heute gar nicht mehr bis zum Ende. Das ist ja traurig, weil ich habe nämlich auch Termine irgendwann gegen Abend nochmal. Also spätestens um 8 mache ich ja Abbruch. Ja, das passiert dann andauernd. Man bildet die Idioten aus und dann sind sie weg. Ich meinte doch nicht. Oh, pass auf. Ich sehe mir den Vertrag nochmal an. Okay, was? Du erstattest Zax alles zurück. Hier war das Taxi, genau. Taxi rufen. Lyra's Apartment. Und los. Hui. So. Gibt übrigens noch ein paar DLCs, aber die fand ich alle nicht so spannend. Die meisten Eclipse waren. Ach, jetzt kommen hier schon wieder Eclipse oder immer zum Tragen oder was? Wo wohnt die denn hier, bitteschön? Oh Gott, hier fliegt die halbe Stadt. Ach ja. Nehmen wir wieder Gavis mit und wieder den Roboter, einfach nur weil es witzig ist. Jo, oh, guck mal, wo steht denn? Das machen wir so. Bla, ja, das passt schon alles. Das hatten wir ja alles schon. Oh. Neue Orte. Neue schöne Orte. Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Labor. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja, die Tests kämen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Na, klasse. Was geht hier vor? Aha. Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Ma'am. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Tela Vasir, wer ist das denn jetzt schon wieder? Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Blieb. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Aha. Vorhin der Regen hier, ne? Tela Vasir, Special Tactics und Recon. Übersetzt doch mal alles. Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut. Sie sind eine unserer berühmtesten Agentinnen. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben. Hey! Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Liara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Tja, Details! Was sind die Fakten bis jetzt? Vor etwa 25 Minuten hat jemand auf Tissoni geschossen. Und? Man beachte die Einschusslöcher. Ja. Sie war danach noch etwa 4 Minuten hier und verließ dann das Gebäude. Sie muss etwas Wichtiges erledigt haben. Die hat anscheinend bessere Scheiben gehabt, ja, was Aufenthaltsort? Wenn Liara nicht hier ist, wo ist sie dann? Wenn ich das wüsste, würde ich ihren Kram nicht durchsuchen. Es gibt kein Blut, keine Leiche. Sieht aus, als wäre Tissoni entkommen.
Der Scharfschütze hatte nicht mit ihrer kinetischen Barriere gerechnet. Cleveres Mädchen. Paranoid, aber clever. Was ist denn das für ein Attentäter, dass der darauf nicht vorbereitet war? Also jetzt mal ohne Witz, Polizei, habe ich Ermittlung. Hat die Polizei bei ihrer Ankunft irgendwas gefunden? Nur die Unordnung. Und ich habe ihnen einen goldenen Stern verliehen, weil sie die Einschusslöcher gefunden haben. Das ist ja nett. Genau, die hinterlässt Nachrichten immer, wenn sie angeschossen wird. Mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Nett. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Schade. Sie kennt Tissoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Und wie sie irgendwo die Backups sind. Tatort untersuchen. Ja, was weiß ich. Ich habe doch einen Roboter dabei, so der hat man. Hier, Gewill untersuchen, das klassische Versteck. Das ist nicht die Heimatwelt der Asari. Ich bin nicht sicher, welcher Planet das ist. Es ist Ilos. Ach, der, da waren wir mal. Was haben wir hier noch? Eine N7-Panzerung, was? Die hat sie noch? Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was da im Hintergrund steht. Die sieht aber komisch aus, wenn die hier so im Regal steht. Ein Teil meiner alten Panzerung. Da hat sie jemand aber nicht besonders gemocht. Täter war so, mit dir kann ich auch noch reden. Machen wir gleich. Ein Abschlusszeugnis. Eine Promotionsurkunde der Universität von Ceres auf Tessia. Sie macht wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung. Aha. Keine Sorge, Commander, wir finden sie. Ja, die hat ein ganz schön großes Apartment hier, ne? Nur so nebenbei festgehalten. Bild durchsuchen. Wie unverdächtig. Ein Bild der alten Normandy. Das Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Interessant. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Gut. Ja, was haben wir hier? Ein proteanisches Relikt? Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Ja, die war ja da und hat die Dinger selber ausgebuddelt. Insofern musste sie nicht kaufen. Wahrscheinlich hat die sich damit doch hochfinanziert, vermute ich mal ganz stark, weil das, nochmal, dass der Guess und Garrus hier nichts machen. War anscheinend ihr Ding. Puh, wie nett. Noch so ein Ding. Hey, da haben wir den richtigen. Genau. Was hier? Ich habe hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf ihrem Terminal. Ich würde ja ungern. Ach, okay, lassen wir das. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen. Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon-Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tissoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sekat. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Das ist ja positiv. Tja, die ist, sie hat also was, ja, machen wir das da, das ist, obwohl mir eigentlich die obere Option lieber, nein, wir machen das da. Liara hat anscheinend wichtige Informationen über den Shadow Broker gefunden. Und dann hat jemand sie gefunden. Naja, das kommt vor. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann los. Warum fahren wir nicht Taxi? Ich sollte mir für solche Gelegenheiten ein eigenes, ach, das Dracon Handelszentrum. Ich bin ja schon gespannt, wenn das hier das erste Mal rumballern kommt. Oder ist das Dragon Hall Handelscenter durch Zufall genau da, wo wir gerade herkommen? Ich meine, da war auch so eine Barrier Frontiers Niederlassung. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Nein, wir kommen genau rechtzeitig. Liara ist da drin. Sei doch nicht so. Runter. Runter, nee, ist mein Ding so im Boden. Schön. Oh. Tja. Sie haben drei Stockwerke gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Die war wahrscheinlich nicht mal drin. Ich nehme das Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Wo ist mein Team? Lassen Sie mir ein paar übrig. Oh Mann. Verletzter Zivilist? Was ist passiert? Wow, verdammt, abdringende Dialogoption. Kann ich hier irgendwelchen Leuten hier mal irgendwie was in die Hand drücken? Zum Beispiel so ein Medgear oder so? Ich meine, ich. Verletzte Zivilisten, hallo! Wer sind Sie? Was geht hier? War es eine Bombe? Was ist passiert? Nee, das war, Schokobonbons waren das. Wenn du genau wissen möchtest.
Warum haben die hier eigentlich so eine Druck... Barrier Finch oder Frontiers Finn? Alter Schwede. Hey, Notstrom, immerhin etwas. Angestellter? Angestellter! Ein Angestellter von Barrier Frontiers. Jo. Boah, 3700 Credits und Spinnen nochmal, also muss ich davon was knacken. Ich auch nicht, aber wahrscheinlich, Nein, das ist schon 3 Stunden her, angeblich. Da hätte die ja eigentlich schon lange durch sein müssen. Wenn wir hier ruckzuck. Ein Fahrstuhl? Was hier? Die Fahrstühle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch. Kein Alarm, keine Polizei. Sehr professionell. Runter, flieg, genau das. Das habe ich mir auch gedacht, dass sie da durch die Gegend gesegelt sind. Was haben wir hier noch? Medizinstation. Jawohl, jetzt kann ich das eine Medigel auffüllen, was ich damals verbraucht habe, als ich die Gas kaputt gemacht habe. Die Bomben gelegt. Alle umgebracht. Tja. Ich habe hier ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Interessant. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Geld für Ashland Energy. Militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Offensichtlich. Dann wäre übrigens auch die Frage geklärt, ob man da, wie weit man damit um... Die haben, wie weit man damit in Schwierigkeiten kommen kann. Noch mehr medizinische Stationen, na verdammt. Ich sollte aufhören, medizinische Stationen anzuklicken. Vielleicht brauche ich die nochmal. Einen Geldautomaten, jawohl, den hacken wir. 6500 sind da drin, na bitte. Weil ich ja mit Geld auch so viel anfangen kann. Ich kann mit, wenn ich wissen die Ressourcen, die ich für die Forschung brauche, irgendwo kaufen könnte, dann würden mir das Hacken von solchen Automaten tatsächlich noch was bringen. Nein, ich habe mich verklickt. Ups. Was haben wir hier noch? Das war's gut. Ah. 6.250 Credits, genau. Kaum spielt man mal ein paar Bezahlinhalte, schon kriegt man hier das Geld hinterhergeworfen. Was ist das denn, bitteschön? Das wenn man das normale Spiel spielt, kriegt man kaum Geld ran. Also zumindest man findet wenig. Und jetzt auf einmal finde ich hier, ich habe gerade innerhalb von 2 Minuten 12.000 Gold gefunden. Geld. Oh, eine Bombe, die ist wohl nicht hochgegangen. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Schlamperei. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Offensichtlich. Logbuch. Das ist interessant. Was hier? Ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Was? Willkommen bei Barrier Frontiers. Wir führen Sie zu grenzenlosen Zielen und Kontakt. Aua. Nee. Was hier? Ich bin festgenagelt. Was sind wir? Gut bewaffnet? Das ist ja wohl ein Witz. Gut bewaffnet. Das hat wehgetan. Die Typen sind nicht mal ausreichend bewaffnet. Shadowbroker-Agenten. Bam. Die sind vielleicht ausreichend. Ne, nicht mal. Die haben ja gar nichts. Oh, fuck, die Magie einfach. Sind das eigentlich Roboter? Die reden so komisch. Bestes Ausgerüst. Oh, ein Shadowbroker Frontkämpfer. Wer ist er denn? Ach, Gavis. Oh, eine Granate. Bam, 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 bam. Shadowbroker-Agenten. Lächerlich sind die. Bis zum geht nicht mehr. Als ob die mich jetzt hier noch aufhalten würden. Ich meine, ich habe einen Roboter und einen Turianer bei. Wobei ich den Namen Turianer erst neulich nachlesen musste. Hey, ein Terminal. Zugriff. Das ist interessant. Haben wir da Schönes? 3000 Credits. Klasse. Dum, 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 dum. Barrier Frontiers. Das ist ja schön. Ich glaube, die Gelegenheit ist aber auch... Oh, da ist noch einer. Alter. Hört doch mal auf mit euren dummen Mehrfachraketenwerfer. Bam, 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 bam. Bum. Dum, 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 dum. Bum. Ach, verdammt, das hatte ich gar nicht getroffen. Ich sehe den auch nicht. Neu positionieren. Ich positioniere dich auch gleich neu, Kollege. Mann, 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 Mann. Die Musik ist irgendwie gerade drängender als die Lage.
Oh. Oh, ist das. Oh, das ist eine feindliche Kampfdrohne. Okay, es war eine feindliche Kampfdrohne. Ach, ein Shadowbroker Techniker. Viele haben Shredder. Ja, ich habe alles. Oh, verdammt. Ich will ja nicht die ganze Zeit einen Cut machen, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Wenn solange hinter mir keine Wand ist, sind die Leute hier eigentlich alle gar kein Problem. Oh Gott. Wie viele denn noch? Oh Mann, ey. Also, Shadowbroker-Agenten sind hier nicht gerade wenig. Ach, da oben ist ja noch einer. Oh. Nee, eine Granate. Ungut. Habe ich überhaupt keine Lust drauf. Blendschuss. So, Ruhe.